Peace, Freunde, was geht? Ich bin gerade noch am Überlegen, ob ich das Video mit oder ohne Cap mache. Ich denke mit. Was geht bei euch ab? Heute mal ein relativ spontanes Video. Ich fahre gleich noch nach Köln. Ey Leute, endlich ist Freitag, ne? Ich bin so froh. Wir hatten diese Woche so Klausuren geschrieben und so ein Shit und nächste Woche wieder und danach die Woche wieder und es ist einfach nur übertrieben nervig. Sorry für die schlechten Lichtverhältnisse, aber Leute, ihr wisst, Zweitkanal, da darf man das. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum ich mich jetzt wieder hier zu Wort melde. Ich hoffe übrigens, das klappt. Letztes Mal war das ein bisschen asynchron mit dem Handy das aufzunehmen. Ist ja nicht so, dass ich hier eine Kamera liegen habe, aber Leute, ihr wisst, Bequemlichkeit und so, ja. Ehrenmann. Es ist Wochenende, gleich muss ich weg und so. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich habe ein kleines Anliegen an euch und zwar habe ich jetzt, das kommt von euch aus gesehen morgen, lade ich ein Video hoch auf meinem Hauptkanal über die besten Community Outfits. Da hatte ich so einen Aufruf auf Instagram gestartet, dass ihr mal Bilder hochladen solltet unter dem Hashtag JustinOutfit, also Justin ohne U, so wie ich halt auf Instagram heiße. Da wurden halt innerhalb von einer Viertelstunde oder so übertrieben viele Bilder gepostet und da habe ich mir gedacht, es wäre schade, wenn ich da nicht alle mit reinnehmen könnte und durch das Video wird dieser Hashtag einfach noch mehr promoted und so. Und da habe ich mir gedacht, mache ich doch vielleicht einfach eine Instagram-Seite, wo ich so die besten Community-Outfits poste. Heißt, es sind jetzt nicht nur Community-Outfits, sondern auch generell jeder, auch wenn Leute mich nicht gucken oder so. Ich wollte einfach so eine Instagram-Seite nochmal aufbauen. Ich hatte das circa vor 2 Jahren, ja, so circa 2 Jahre her, hatte ich schon mal so eine Seite, die hieß Vision Noir. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr oder so. Da hatten wir mal mit 2 ehemaligen Kumpels und Victor, den ich übrigens gleich auch mal wieder sehe. Schöne Grüße. Also gedacht, wir machen jetzt mal so eine coole Fashion-Seite und posten da, reposten Leute und ja, ist nichts geworden, Motivation hat gefehlt. Und da wollte ich mich jetzt nochmal so dran wagen. Die Seite heißt No Sports Club. Ich finde, das ist ein cooler Name, der kam mir so von jetzt auf gleich irgendwie ins Gedächtnis. Ich wollte jetzt nichts zu Ausgefallenes, aber ich wollte es jetzt auch nicht Fashion Club Germany nennen oder so, weil das hört sich erstens behindert an und zweitens, ich hoffe, es gibt keine Insta-Seite, die so heißt, die ich jetzt gedisst habe. Und zweitens, wirkt das gerade so? Ich sehe irgendwie so rot aus. Licht. Ja, und zweitens finde ich, ist das so zu obvious, dass da Fashion-Content dann gepostet wird. Deswegen, ja, habe ich die No Sports Club genannt, habe schon eine Domain, eine E-Mail-Adresse und die Seite besteht auch. Ihr könnt mich gerne auf Bildern verlinken oder den Hashtag No Sports Club benutzen. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Und ja, unter den markierten Bildern sind auf jeden Fall schon ein paar coole dabei, die ich jetzt demnächst mal posten werde. Und demnächst wird... So, ich habe gerade Nachricht bekommen, sorry. Und demnächst werden dann auch so diese Justin-Outfit-Geschichte, die ich dann auf meinem Hauptkanal hochlade. Bling, bling. Nein, Spaß. Wo war ich stehen geblieben? Wird die Justin-Outfit-Geschichte auf dem Hauptkanal dann auch alles über No Sports Club laufen? Ja. Ich habe meinen alten Closet-Account, also wo ich Sachen von mir verkauft habe, habe ich umbenannt in No Sports Club jetzt. Das heißt, der Account hat jetzt schon ein paar Follower, ich glaube an die 5000 oder so sind das. Ihr könnt gerne ein Follow dalassen, wenn ihr Fashion-Content sehen möchtet. Vielleicht auch ein paar News werde ich da ab und zu mal posten und vielleicht wird das Team auch da noch ein bisschen ausgebaut. Ich bin für alles offen, Leute. Ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren dalassen. Und das war es so von mir. Ich hatte jetzt eine anstrengende Woche hinter mir. Sorry, dass das Video jetzt so ein wenig unprofessionell kommt. Ich werde gerade überkrass therapiert per WhatsApp, sorry. Ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Wochenende, Leute. Danke, dass ihr immer so aufmerksam hier zuhört auf dem Kanal. Dafür ist er ja da, dass ich hier ab und zu auch mal so langweiligen Shit labern kann. Aber für die Leute, die es interessiert. Ja, Leute, das war's von mir. Genießt das Wochenende. Leider immer zu wenig Tage im Wochenende, Leute. Ich sage euch, wenn ich eines Tages... Bundeskanzler sein sollte. Ich sorge dafür, dass das Wochenende nicht nur 2 Tage hat, sondern 3. Also wählt mich, lasst ein Like da.